Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Mittlerweile in Part 3. Wir haben einen neuen Abschnitt entdeckt, haben das Tor dazu geöffnet und sind jetzt unterwegs in unseren Tod. Nein, nicht ganz. Ah, hier können wir einmal die Geisterhöhle, Schwarzwurzelgänge und der Hohlhain. Der Hohlhain ist ja quasi das, was wir jetzt noch nicht komplett entdeckt haben. Ich kann ja mal gucken, wo es hier so hingeht. Ich habe Angst. Stirb, du blöder Affe. Puff. Yay, okay, hier komme ich nicht weiter. Ah. Huhuhu, der ist ziemlich geflogen. Was ist das? Eine Lebenszelle. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Wie ihr jetzt seht, habe ich unten rechts neben dem Erfahrungsding einen vierten Kreis dazu bekommen. Eine vierte Lebenszelle. Ich finde es übrigens wunderschön, wie diese Lebenszelle dargestellt ist. Mit diesem Bäumchen und diesem Geflimmer da drin. Unheimlich schön. So, gibt es hier noch mehr? War's das? Das war's. Okay, da hoch komme ich noch nicht. Das heißt, hier komme ich auch ohnehin gerade nicht weiter. Also, Geisterhöhle. Ups, dezent Angst. Jetzt könnte ich eigentlich da runter. Gehe ich doch mal da runter. Ich sollte auch irgendwann noch mal speichern, glaube ich, ne? Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. So, dann speichere ich jetzt hier einfach mal. Ach so, macht man das. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, das mit dem Controller stört nicht allzu sehr. Mal kurz auf die Korte. Da geht's noch runter. Uhuhu. Und ein neuer Fähigkeitenpunkt. Oh. Noch was entdeckt. Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibelan zu fertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay, dann versuchen wir das doch mal. Ich komme nicht hoch. Scheiße. Okay, dann komme ich da halt noch nicht hoch. Ich hoffe, das war jetzt nicht dieser komische Kartenstein. Geht's hier rein? Nein. Okay. Bin ich hier runter? Autsch. Bitte ohne mir weh zu tun. Au. Mann, oh. Hui. Wow, so viel Erfahrung. Hier geht's noch weiter runter. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh mein Gott, was ist das? Da waren jene, die sich... Scheiße, ich habe nicht schnell genug gelesen. Oh nein, ich war so überrascht, entschuldigt. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet.
Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Drücke X, um das Licht zu absorbieren. Und das, Leute, lasst es auf euch wirken. Das sieht unfassbar geil aus. Eigentlich gar nichts so extrem Besonderes, aber ich liebe es, gerade in Verbindung mit dieser Musik auch noch. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von deinem Stick zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran hochzuspringen. Wie beispielsweise hier. Zack, eine weitere Energiezelle. Wonderful. So, jetzt komme ich hier nämlich auch wieder hoch. Ups. Zack. So. Gut, jetzt bin ich wieder hier oben. Yay. Gehe ich trotzdem einmal hier weiter, Hilfe. Na, ich sag ja, bis jetzt habe ich mich eigentlich mal ganz gut geschlagen, aber bis mittlerweile wird es schwieriger. Ich versuche jetzt mal da oben. Ach, das da oben ist der Kartenstein, glaube ich. Das müsste dieser Kartenstein sein. Ich gucke jetzt aber trotzdem mal, dass ich hier noch runterkomme und das andere einsammle. Zack, das war ein Schlüsselstein. So. Ich glaube, jetzt passiert erstmal nicht mehr so furchtbar viel. Das heißt, ich könnte theoretisch auch versuchen, über etwas zu reden. Ja. Und zwar gibt es da... Oh, jetzt habe ich gespeichert. Auch nicht schlecht. Mache ich doch direkt die Fähigkeiten hier mal. Was soll man denn hier eigentlich? Wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Finde ich gut, nehme ich. So, das nächste Mal muss ich aber unbedingt hier unten das nehmen. Bitte erinnert mich dran. Ich bin ja momentan ziemlich geflasht von diesen ganzen Indie-Games. Angefangen bei Brothers, A Tale of Two Sons. Hui! Cool. Und jetzt übergehend auf Orient the Blind Forest, wobei ich das ja auch vorher schon kannte. Es gibt da allerdings noch ein drittes unfassbar geniales Spiel, das ich finde. Und das nennt sich Trine. Es ist im Endeffekt auch ein Indie-Game. Au, au, au. Autsch. Und ähnlich wundervoll aufgebaut wie diese Spiele hier tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch es vielleicht kennt. Das ist tatsächlich sogar eine ganze Reihe. Oh, ouch, ouch, ouch. Eine ganze Reihe mittlerweile. Patatatatata. Von, ich glaube, mittlerweile 3 Spielen. Würdest du bitte... Dankeschön. Ich könnte mal ein bisschen... Obwohl, nee, so viel Leben brauche ich gar nicht. Zack. Hebel bewirkt. Jetzt kann ich da auch gleich rüber. Gib mir das. Zack. So, ich habe Trine tatsächlich schon gespielt, aber ich glaube nur den ersten und Teile vom zweiten Teil. Den dritten tatsächlich noch gar nicht, aber ich mag dieses Spiel auch unheimlich gerne. Was allerdings das Problem dabei ist, dass man, ist meiner Meinung nach, dass man nicht einfach so ein Let's Play davon machen kann. Sondern, ouch, man müsste schon das wirklich auch mit mehreren Spielen quasi ein Let's Play together draus machen. So, wenn ich
mal eben hier diesen Kartenstein. Und du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bringe es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Natürlich doch sehr gerne. So, wie gesagt, Trine ist etwas, das man eher als Together starten sollte, denn Trine spielt sich mit drei Charakteren, drei Hauptprotagonisten, einem ziemlichen Hau drauf Kriegertypen, einem Magier und einer ziemlich wendigen Schurkin, Assassinin, irgendwie sowas. Und jeden Charakter muss man quasi einzeln steuern. Ich setze das mal hier eben ein. Zack. So, dann können wir jetzt nämlich mehr von der Karte sehen. Halleluja. Zack, zack, zack. So, ja. Gut. Genau. Man spielt quasi diese drei Charaktere, aber quasi unabhängig voneinander. Das heißt, man muss in bestimmten Abschnitten immer einen bestimmten Charakter steuern. Es gibt zum Beispiel Abschnitte, da braucht man die Fähigkeiten des Magiers, um weiterzukommen. Dann gibt es Abschnitte, da braucht man den Krieger, um weiterzukommen. Und natürlich gibt es dann auch Abschnitte, wo man nur mit der Schurkin weiterkommt, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und genau das finde ich an dem Spiel so furchtbar interessant. Habe ich jetzt schon zwei? Ja, ich habe zwei. Gut, weiter geht's. Gut, wie gesagt, genau das finde ich an dem Spiel so interessant. Und im besten Fall spielt man das dann zu dritt und jeder übernimmt quasi einen Part, einen Charakter. Hier werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal speichern, weil das ist ziemlich schwierig hier. Muss mich mal ganz kurz konzentrieren hier. Aua. Puh. So, geschafft. Nochmal speichern. Los. So, genau. Das hat nämlich tatsächlich auch am meisten Spaß gemacht, als wir das dann zu dritt gespielt haben. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Das bedeutet, wenn wir vier Energiezellen da links von unserem Erfahrungsdingsbums haben, können wir die alle hier einsetzen und dann öffnet sich das Tor. Können wir aber jetzt noch nicht. Deshalb geht es jetzt erstmal hier weiter. Genau. Also, wäre für ein Let's Play vielleicht auch gedacht, also Trine. Allerdings, wie gesagt, nicht für ein Einzel-Let's Play. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, meinen Freund und noch andere dazu zu überreden, mir da bei einem Let's Play tatkräftig zur Seite zu stehen. Ich kann aber natürlich nichts versprechen. Für alle, die es interessiert, es gibt mit Sicherheit Let's Player, die es auch schon gespielt haben. Oh shit, oh shit, au. Au, shit. Verdammt. Puh, war das knapp. Ich habe aber erst drei. Es fehlt noch eine. Verdammt, wo ist denn noch ein? Ach, da. Oh, puh, in der Ecke hier. Da ist noch eine. Puh, das war knapp. Schnell, schnell, schnell. Wow, geschafft. So. Ich packe euch auf jeden Fall mal Links zu Trine unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und jetzt haben wir wieder mal einen neuen Bereich entdeckt. Ich gehe das mal ganz kurz noch durch und danach werde ich diesen Part auf jeden Fall beenden, aber das ist ein wundervoller Teil jetzt. Mal wieder. Ach. Traurig fanden sie mich vor, schlafend und still. Wir erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Muss ich was tun? Nein. Unfassbar schön. Oh, ich krieg Gänsehaut, ehrlich. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste.
Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Ganz viele. Kuro stahl sein. Es war das Ende unserer Tage. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft. Und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und wahrten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers, hoch oben auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes, tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme, unter den Flammen des Horu-Berges. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle, auf dem Baum, wo einst das Wasser floss. Auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Dornensumpf. Neues Ziel, finde den Ginso-Baum. Jetzt werde ich hier auf jeden Fall nochmal speichern. Kann ich auch hier... Ah, hier kann ich auch meine Fähigkeiten verteilen. Habe ich denn überhaupt einen Punkt? Ich habe keinen Fähigkeitspunkt. Gut, dann werde ich an dieser Stelle hier mal wieder unterbrechen. Ich liebe dieses Spiel einfach und es kommt mir immer wieder... Ich merke es einfach immer wieder, wie sehr ich dieses Spiel tatsächlich liebe, wenn es zu solchen Filmsequenzen und dieser Musik kommt. Die Musik ist einfach unvergleichlich gut. Ja, jedes Mal schwärme ich einfach von diesem Spiel, wenn ich die Parts beende. Es tut mir sehr leid. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn dem so war. Schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr darüber und versuche auf alles zu antworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!